Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Witcher 3 und hier Hearts of Stone und sind jetzt unterwegs im Runenschmied. Aber da ist noch ein Fragezeichen, das wir uns anschauen wollen. Ja. Das Wetter ist ja wieder mal mies, naja. Ach, hier ist mal wieder ein Mäuerchen. Halt, welchen Weg? Wir nehmen den oberen. Mhm. Ja, ja. Unten lauert so ein böser Goli. Ja. Los, los! Ja, dann kommen wir mal wieder beim Garin-Anwesen vorbei. Mhm. Halt! Oh, entschuldige Plätze, das war... War das richtig? Nee, ich glaube, wir müssen hier abbiegen. Hm. Da ist ja nur ein Weg. Da, also noch kannst du da... So, sieht aus, als wären wir noch richtig. Hm. Ja, genau. Hm, schöner hier ist das Garin-Anwesen. Mhm. Wir bleiben hier links. Nicht rein, Plätze. Was wollen wir denn da drin? Da gibt es bestimmt eine Futtergrippe. Futtergrippe gibt es. Ach so, ja. Ich glaube, da war eine Futtergrippe. Die ist schon abgebrannt. Inzwischen. Ja, das ganze Anwesen ist wohl inzwischen abgebrannt. Bewachter Schatz. Bewachter Schatz. Ich sollte vielleicht Wildschweine mal absteigen. Bewachen den Schatz. Naja. Hab ich Gwen dran? Nein, habe ich nicht dran. Ich habe heute was Interessantes gehört. Schweine sind so intelligent, Plätze. Die können sich sogar im Spiegel erkennen, hatte jemand behauptet. Sehr interessant. Plätze bringt dich in Sicherheit. Fällt mir gerade ein, wo ich die Wildschweine hier sehe. Lass beide Plätze in Ruhe. Aua! Oh. Sind ja üble Burschen. Bleib stehen. Naja, es ist 13 Uhr. Kein Wunder, dass es schon so dunkel ist. Das ist für den Mittagsschlaf, weißt du? Machen sie dir leichter, indem sie das Wetter entsprechend gestalten. Ja. Da will man ja nicht draußen rumlaufen. Es sei denn, naja, man hat eine Regenjacke an und Gummistiefel. Naja, ich weiß ja nicht den richtigen. Spaß macht das nicht, finde ich, im Ruhigen rumzulaufen. Den Gummistiefel in jede Pfütze zu treten, die man unterwegs trifft. Ich weiß ja nicht. Naja, gut. Hat auch was. Mhm. Aber ich muss es nicht haben. Nö. Nein. Nö. Ach, guck mal eine rote Truhe. Eine Liste mit edlem Siegel. Da müssen wir mal reingucken, ne? Ja. Sohn von Kosa. Kennt ihr Kosa? Nein. Ich glaube nicht. So, so. Ach, das war Thaddeus Garin. Na gut, der ist ja nun nicht mehr. Nee, den hat wohl einer von den Wilden abgemurkst. Ja, und der Jäger. Anschließend auch abgemuxt wurde. Ja. Naja, und der Jäger, keine Ahnung, wahrscheinlich ist er jetzt arbeitslos. Naja, der ist sowieso nicht zu Hause. Ja. Keiner da. Tja, und er muss ihn ja bezahlen. Ich schätze mal, die Wilden haben ihn nicht bezahlt. Hier kommt man sowieso nicht rein. Nee, bist du groß, Gerald. Du kannst dich höchstens aufs kannst Dach. Du nicht bücken, du bist wohl zu stolz. Das nützt aber nichts. Du musst ja nur mal wieder diesen Kotau üben, den du dem Kaiser da entgegengebracht hast. Warum wechsle ich jetzt die Schwerter? Keine Ahnung. Aus Verlegenheit, weil du da nicht reinkommst in das Haus. Eigentlich wollte ich es nur wegstecken. Aber komisch, da kann dich wirklich nicht bücken. Komm kann jetzt. Da nicht rein, ne? Nö.
kann sich nicht ducken. Vielleicht hat er doch einen Stock im Arsch. Na, wahrscheinlich schon, du. Irgendwas muss er ja nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung mit ihm. Halt da lang. Setze. Da lang. Wo wollte die denn hin? Die Fluss runterschwimmen? Vielleicht. Vielleicht wollte sie sich von dem verwesten Fleisch befreien, das du mit dir rumschleppst. Tja, natürlich nicht ausgeschlossen. Oha. So, hat man da drüben nicht Augenwegweiser? Ich glaube, da drüben war Augenwegweiser, oder täuschen Sie? Sieht so aus wie ein Wegweiser, ja, da wo die Tafel ist. Na, hier ist ein Wegweiser. Ach so, da drüben, da wo wir hinwollen, meinst aber du? Aber auf der anderen Seite vom See. Ja, da ist er. Ja, da. Ist auch einer. Bei der neuen Mühle. No. Nix will hin. Braucht man nicht um den See drum rumreiten. Oder quer durchschwimmen, was beides ziemlich genau gleich lang dauert. Ja. Brunnenschmied. Wir haben Jade für dich. Da drin, im Ding, das Zelt. Ist der Händler, der war doch hier im Zelt. Ja, dann musst du auch reingehen ins Zelt. Ja. Und dich umdrehen. Da ist keiner. Ja. Wo ist er? Hinterm Zelt, guck mal, wir haben auch so ein Ding, so, ein Weg, so eine hinterm Markierung. Hinterm Zelt, ja. Was macht denn der hinterm Zelt? Naja, da macht man einen Spaziergang oder sowas. Das ist aber ein Bauer. Ich glaube nicht, dass der Runen schmiedet. Da ist er im Turm. In der Mühle oder so. Hier, kannst du mal hier reingehen? Da ist er. Da, ach, da ist er. Dahinter ist er. Wir haben ihn. Wie es aussieht, hast du mein Geld ja gut eingesetzt. Ach, deswegen. Die Rückkehr in meinen Beruf. Musst du anbauen. Du weißt ja nicht, welche Freude das bringt. Danke. Keine Ursache. Wie läuft's mit der Arbeit? Mehrere kleinere Runen habe ich schon angefertigt, zum Üben. Aber es macht mich traurig, dass meine Werkzeuge und Zutaten für Besseres nicht ausreichen. Ich hatte Glück und habe etwas Jade gefunden. Hier. So danke ich dir. Wenn du es wünschst, lade ich dich ein, meinem Handwerk beizuwohnen. Ja, gerne. Aber sowieso. Ja, es wird teuer und immer teurer. Na gut. Irgendwann haben wir kein Geld mehr, aber dafür haben wir ein paar Runen oder wie? Tja. Ja, ich habe das Geld für bessere Werkzeuge, was sollst du machen? Wir müssen viel klauen. Hier ist mehr Geld. Holst du davon bessere Ausrüstung? Danke tausendfach. Ja? Zu gütig bist du zu mir, wahrhaftig. Genau. Deine Arbeit ist das Geld wert. Hoffen wir. Tja, noch wissen wir es nicht. Und du? Tja, nur. Fleißig bei der Arbeit. Das sieht man gern. Einige Tage später. Oh ja. Ich habe passende Werkzeuge in Auftrag gegeben. Bei Novigrader Handwerkern. Einiges hat es gekostet. Aber jetzt kann ich wieder richtig loslegen. Neue Runen, Glyphen und Schemata habe ich angefertigt. Anschauen solltest du sie dir. Vielleicht gefällt dir ja was. Ja, machen wir doch gerne. Schauen wir doch mal, oder? Dich hält jetzt also nichts mehr zurück? Naja. Vom Hirschfell meisterlich gefertigte Runen. Ich brauche noch wesentlich mehr Geld dafür. Leider. Jetzt reicht's aber dann langsam, hä? Naja, Meisterklasse. Müsste ja eigentlich die letzte Stufe sein. Na, hoffentlich. Wir werden langsam arm. Ich habe noch etwas Geld für dich. Das sollte dann reichen. Ja, das hoffe ich doch. Für Werkzeuge reicht es. Aber seltene Zutaten bräuchte ich. Ich hab's doch nicht geahnt. In Frage. Zeig mal, was ich für mein Geld kriege. Es wird doch Zeit, dass wir es mal sehen. Ne? Der wollte doch glatt noch mehr Geld haben. Jetzt habe ich alles, was ich benötige. Sicher. Ja. Meine laufenden Kosten sind gedeckt. Und seltene Steine brauche ich nicht Na, mehr. Na, das kommt jetzt. Fast zu schön, um wahr zu sein. Ein Fass Wein aus meiner Heimat habe ich noch. Wir sollten auf unseren Erfolg anstoßen. Prosit! Für deine Hilfe danke ich dir.
Meine neuesten Werke möchtest du vielleicht sehen. Dies kannst du gerne tun. Hm? Ja, dann zeig doch mal, was du anzubieten hast. Ne? Da gucken wir doch mal. Ich würde gerne einen Blick auf dein Angebot werfen. 935 hat er. Wir müssen ja auch vielleicht noch was verkaufen bei Gelegenheit mal. Ja. Na gut, das sind die normalen Runensteine. Hat eine große Glyphe. Elementarresistenz. Ah, ja. Aha, es gibt einige neue, die wir noch nicht kennen. Ach so. Vitalitätsregeneration. Ah, Vitalitätsregeneration. Nicht uninteressant. Aha. Aha, und was hat er hier? Handwerkerschema, aha. Und die Grundzutat für Runen und Glyphen. Gut, dann gucken wir mal, was an Handwerk ansteht. Ach nee, Verzauberung. Mhm. Ah, er kann auch Fassungen hinzufügen. Oh, das ist gut. Oh, stimmt. Das sind die Wörter, von denen er gesprochen hat. Aha. Aha, wenn Gegenstand verzaubert wird, werden die eingesetzten Runen oder Glyphen zerstört. Aha. Mach's gut zu wissen. Ja, die müssen wir uns mal in Ruhe durchgucken. Ja, das heißt in anderen Worten, wir müssen das mal offscreen machen. Ja. Und zeigen euch dann, was wir gemacht haben, wenn wir was gemacht haben. Aber natürlich nicht gleich jetzt. Na, jetzt ist es aber gut mit den Erklärungen. Aber ist auch gut zu wissen. Ja, klar. Niedlich. Ja, ja, gut gemacht. Brav. Wir verstehen, was ihr meint. Aha, hier sind auch die Stufen. Stufe 3 zum Beispiel, aha. Ah, man braucht aber trotzdem für die Verzauberung Runensteine. Aha. Na gut, da werden wir uns mal damit beschäftigen. Gut. Haben wir was zu verkaufen? Die nördlichen Königreiche. Ich glaube nicht. Gefällt es dir hier? Oh ja. Noch nie habe ich ausgedehntere Wälder und einen solchen Himmel in derartig ungewöhnlichen Farben gesehen. Nordlinge allerdings sind eigenartig, wortkarg, verschlossen. Und auf den Straßen wimmelt es von Banditen. Aber daran ist wohl der schreckliche Konflikt schuld. Ja, das stimmt, würde ich mal sagen. Krieg ist aber schlecht. Gut. Gut. Leb wohl. Danke. Bis dann. Ja, dann würde ich mal in aller Ruhe an einer Stelle mal gucken, was du da aufwerten willst und womit. Ja, klar. Ne? So, das hätten wir jetzt geschafft. Jetzt müssen wir hier da weitermachen mit dem, oder was? Ja. Spurlos. Aber wir haben ja hier noch ein paar Nebenquests. Machen wir doch mal da rein nach. Bis hier kommt. Ja. Wo müssen wir da hin? Hier hin. Ah ja. Aha, ja, Kräuterkundler. Wir sind hier, hier ist der Wegweiser. Ja, du bist auch nicht beim Wegweiser, ne? Nee, ich bin hier runter. Ich guck. Ach so, du guckst, was ist hier für... Wir könnten hier auf dem Weg die Ding, die Fragezeichen wieder einsammeln, ne? Können wir machen. Genau. Also, hier das Nächste. Oh je, es ist 6 und es ist stockfinstere Nacht. Naja, das kommt ja manchmal auch in der entsprechenden Jahreszeit. Oder? Ah ja, aber das liegt hier wohl nicht an der Jahreszeit. Meinst du? Es
Sonnenuntergang. Meinst du, es liegt am schlechten Wetter? Ich fürchte, das liegt am schlechten Wetter. Wir werden mal meditieren bis morgens. Mal sehen, wie das Wetter dann aussieht. Ja. Na, ist doch gleich viel freundlicher. Mhm. Komm, Plätze, wir machen einen kleinen Spaziergang. Vor allem die Wolken finde ich ganz freundlich. Ja, doch. Vor allem diese kleinen schwarzen Wolken. Die sind so schön schwarz. Mhm. Boah, hier sind mehr Leute per Pferd unterwegs. Mhm. Da lang Plätze. Ja, ich glaube, da haben wir ein Eckchen. Halt! Los, Entschuldige, lauf! Plätze, das war meine Schuld. Ich sollte vielleicht auch mal auf die Minimap gucken und nicht immer nur vor mich hin träumen. Aber es ist gerade so nett hier. Solltest du jetzt nicht ein bisschen rechts gehen? Ah, nee. Ja, aha. Ja. Ja. Okay. So. Das von Everett Anwesen. Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Da wollen wir ja nicht rein. Wir wollen ja... Dahin. Na gut, dann können wir ja hier drumherum. Ja, ja. Oder hier. Naja, was meine ich? Hier durch, aber. Reite mal auf der Straße. Wir bleiben mal hier weiter auf der Straße Richtung Süden. Hey! So. Reit mal hier drumherum. Wirklich nett. Ja, hier ist ja noch ein Anwesen, ne? Naja, hier sind ja die großen Anwesen. Also die größeren jedenfalls. Ja. Ich weiß gar nicht, welches das ist. Wie komme ich denn da? Da ist jetzt eine tiefe Schlucht dazwischen. Da ist eine Brücke. Ja. Nee, jetzt ist das Anwesen von den Everetts. Ja, Everetts ist okay. Noch. Über die Brücke drüber, ja, genau. Und dann die Abzweigung rechts. Nach rechts. Mhm. Schon gut. Naja, so das Beste aller Wetterwasen ist es nun nicht gerade. Plätze, da lang. Entschuldige, habe ich einfach zu spät gesehen. Ich finde, es sieht nett aus. Ja. Gerade richtig für so einen kleinen Morgenritt. Ja, wenn es so richtig heiß ist, ist das doch angenehm im Kühlen. Drachenmulde. Das klingt aber gefährlich. Naja, das Wort Drache an sich klingt schon gefährlich. Ja. Da vorne haben wir denn taucht da? Eine Ruine auf. Halt. Und da halt. Wohnt ein Drache. Ich glaube, ich packe mal Draconidenöl drauf. Ja. Aber das geht darüber. Da müssen wir gar nicht so lange überlegen. Hybrid, Relikt, Draconin. Ja, aber da haben wir leider nur ein verbessertes. Ja. Immer noch kein vernünftiges Rezept gefunden. Das könnte sein, dass wir hier Probleme bekommen. Probleme kriegen. Ja. Mit Quenne so. Und vielleicht auch mit Art, um ihn wieder runterzuholen. Muss ich ja wohl. Ja. Komm her. Ja. Muss er wieder auf den Händen gehen. Das ist, glaube ich, jetzt ein kleines bisschen böse auf dich. Oh, jetzt haut er wieder ab. Ach so, ich muss doch Art machen. Ja. Hier ist noch einer. Aber egal, bring ihn erstmal ein. Kümmer dich nicht um den anderen. Und denk an Quinn. Du bist getroffen. Er hat dich gepackt. So, der ist weg. Aber der Schwarz. Ich glaube, da ist noch einer geflogen. Ich glaube, da sah ich noch einen. Ja? In der Luft. Ja, ja. Aber egal, jetzt gucken wir mal. Ist ja hier. Nicht ausgeschlossen. Mhm. Oh. Gut.
Über den Bäumen flog da ein, aber ist egal. Was ist denn das da hinten? Ja. Eben. Ach, das waren zwei? Nee, das war ein Pferd. Nee, aber ich glaube, da ist noch einer. Durchaus möglich. Aber einen Wegweiser haben wir wieder, das ist auch gut. Nette Ruine. Hast du schon mal gespeichert? Nein, sollte ich. Mhm. Was ist das denn? Das sieht nett aus, ne? So realistisch sieht das aus. Das ist ein Rohr. Ja, war vielleicht mal eine Rohrpost oder sowas ähnliches. Wie soll man denn da hinkommen? Da ist eine Treppe. Sieht nicht mehr so richtig gut aus, aber ich glaube, man kann auch hochgehen. Ja. Ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Mach das mal. Tut das. Guck mal, da ist auch eines her. Ich glaube, das ist ein Greif, oder? Obwohl, nee, von Weitem sehen die sich so ähnlich. Man kann die gar nicht unterscheiden. Puff. Und? Monsterei. Kleine da war ein Ei drin. Guck mal, wie nett. Den habe ich vorhin gesehen. Da zieht einer seine Kreise. Naja, aber ob das jetzt ein Drache ist, weiß ich nicht. Na, ich denke mal, du bist wieder runter. Wenn er dich angreifen will, macht er es auch unten. Aber musst du nicht oben bleiben. Da ist doch was Gelbes. Was Gelbes wo? Ach nee. Dieses Nest, das hat man von unten gesehen. Das war das Nest. Genau. Na dann. Ja, das war das hier. Und der andere fliegt hier spazieren. Ja, und das Fragezeichen ist aber fertig, also ist erledigt. Oh, Fragezeichen ist weg. Wegweiser ist da und wenn der nichts von uns will, hat er Pech. Ja. Dann wird er auch nicht verarztet. Genau, dann darf er auch noch leben. Oder wir. Ich würde sagen. Ja, wer weiß, das wenn das. Das weiß man nicht genau. So ein Riesenmonster ist. Gucken, Kontrolle, Quen ist da, Schwalbe ist da, alles okay, können wir aufsetzen. Speichern und weiter geht's. Ne, Weltkarte will ich. Wir wollten ja die Fragezeichen auf dem Weg abarbeiten, dann haben wir hier das nächste. Mhm. Ziemlich genau im Süden. Das sieht aber aus wie ein Greif. Das sieht aus wie ein Hybrid. Komm, das ist runter. Ein Greif. Runter. Aber der ist klein. Och. Das war ja ein Baby. Das war nur ein 14er oder so. Plötzlich reg dich wieder ab. Das war doch nur ein Baby. Ist egal. Nee, es war eine Wyvern. Mach nur Ein Gockel jedenfalls. Kann man so schlecht unterscheiden. Also ein Hybrid auf jeden Fall. Mhm. Ein Hybrid? Wyvern ist doch eher ein Drachen. Ach so, Wyvern. Mhm. War das eine Wyvern? Ja. Also war ein Wyvern-Ei oder irgendwas Gockel. Von der Wyvern war da drin. Hat ausgesehen wie ein Ach so. Ja, ich hätte davon, auch drauf schwören können. Wenn der Lootfinger wieder schneller ist wie die Augen. Naja, und hier ist das, was sie so lieben, nämlich so schneller. Ein Ding hier, so ein Hügel. Und da ist noch einer. Und da ist der nächste. Ja, das ist ein Hügel. Das ist vielleicht ein größer. Das andere war vielleicht nur ein Baby. Monsternest. Ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Auch also wieder wie vorher. Das ist auch ein Drakon. Ja, aber irgendwie Level 30. War das Augen kleiner? Ich glaube, es war ein Level 30. Ich habe gar nicht gesehen, wie groß, aber der kann nicht groß gewesen sein. Ich habe das Gefühl, als ob die leichter zu bekämpfen sind als die Hybriden. Der war so schnell weg. Am stärksten sind die Golems, stimmt, wenn sie groß sind. Ja, vor allen Dingen, wenn sie so hart sind aus Stein, da kann man ewig drauf rumprügeln und man merkt kaum was, außer dass das eigene Messer kaputt geht.
So, speichern tolle und Aussicht weiter geht's. Sehr schöne Aussicht. Mhm. Ja, wenn wir genießen sie. Wenn man da noch fliegen sie. Kann, wie so ein ja. Viren und so, dann sieht schon, das ist schon toll. Ja, wir hätten sie eigentlich zähmen müssen. Ne? Ja, und auf ihr reiten. Und dann einen kleinen reiten. Rundflug. Mhm. Mann, das wäre doch eine Touristenattraktion. Ja, schade, dass es das hier nicht gibt, oder? Rundflug auf den Greif. Das wäre schön, oder, wenn sie sowas hätten? Mhm. Ah, ich glaube, es ist nicht so einfach. So, nächstes Fragezeichen. Auch weiter, alles Richtung Süden. So, wo habe ich denn jetzt Plätze stehen lassen? Egal, wir gehen jetzt mal den Berg runter. Mhm. Das macht Plätze sowieso nicht, weder die eine noch die andere. Ich glaube, wir sind sowieso schon da. Person in Not. Eine Person in Not, dann sind hier wieder Raubritter ja. unterwegs. Oh oh, sieht aber nicht so richtig gut aus. Sahst du vorher auch schon so aus oder haben die dich erwischt? Keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich habe ich nicht drauf. Aber ich glaube, das kannst du ordentlich nicht. Naja, wenn die noch auf dich schießen, ist es echt blöd. Und du auch. Na, der lag ja schon. Na. Scheiße. Naja, dein Ding. Dein Schwert muss halt auch repariert werden. Ist halt das Problem. Dann machen wir das mal. Wenn es nichts mehr bringt, wow. dann müssen wir es wieder ganz machen. Ja. Ach, was soll's. Jetzt ist wieder 100. Ja. So, und dann danke, dass du gewartet hast, Herr Raubritter. Jetzt aber. Schluss aus. Wir waren nicht sehr dankbar dafür, aber was nee. Bringt's? Kann man nicht ändern. Da ist noch einer. Den machen wir noch alle und dann. Ja, ja. Gucken wir mal, ob wir die Person finden. Die wir retten wollen. So. Ich dachte, ich wäre erledigt. Meine Hütte steht hier immer auf. Meister. Aha. Ah. Meister Topical. Hallo. Ach so, wir können gar nicht mit ihm reden jetzt. Mhm. Nö. Heißt einfach nur Meister Topical. Na gut, vielleicht können wir nächstes Mal mit ihm reden. Ist das die Person, die wir retten sollten? Ich würde sagen, ja. Und er ist ein Kräuterhändler. Aber im Moment können wir nicht ansprechen. Hallo. Meistens geht's, wenn man speichert und wieder einlädt. Ja, das machen wir jetzt. Wir werden jetzt nämlich Schluss machen. Genau. Dann machen wir es ja automatisch. Ja. Okay. Ich werde die Überreste einsammeln. Genau. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal an, was der Meister Topical so zu bieten hat. Was er von uns will. Okay, bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.